Pauli, gutes Attackieren, frühes Attackieren, wieder Poligoli. Und das ist die erste große Chance. Und das ist der perfekte Auftakt. 1-0 für Rapid durch Gnasmüller. Und wer nicht hier ist, versäumt das 1-0. 180 Sekunden reichen Rapid, um in Führung zu gehen. Super attackiert von Verteidiger Poligoli. Er hat alles ermöglicht. Dann noch der gute Querpass da. Attacke von Bozsikow zu spät und Greif hat überhaupt keine Chance. Der kann nur zuschauen. Und dann dieser Fehler beim Herausspielen, der Rapid die nächste Chance bringt. Gnasmüller, Murg, Berischer. Schöner Volley-Schuss. Nono. Und dann Berischer, gute Ballannahme, Schuss aus der Drehung, gar nicht schlecht. Der Freistoß ist gut. Strebinger, super Abwehr, weg mit dem Ball. So, noch einmal. Sporer, ganz unangenehm ist der Kopfball für Strebinger. Knapp vor seinen Füßen wird der Ball aufgesetzt. Baraj kommt viel zu spät. Gegen Bozsikow, da setzt er sich durch. Guter Pass zurück. Gnasmüller, Latte, Alla muss den Ball jetzt unter Kontrolle bringen. Super eingeleitet von Murg. Dann Pech für Rapid. Murg, guter Kopfball, Greif sensationell, den Rapid-Kapitän, der den Ball super verlängert. Na gut von Savicevic, vom neuen Mann, Čavrić, Savicevic, Moha noch immer. Unfassbar, unfassbar. In toller Form markiert, da sehen wir es, aus kurzer Distanz macht er da noch zu. Und Moha übertreibt es dann, Gott sei Dank. Und Rapid mit 3-1, das muss das zweite Tor sein. Gnasmüller! Vollendet! 2-0! Ist alleine unterwegs, blickt auf und macht alles richtig. Gnasmüller, zweites Tor. Und das ist ein Tor, das dafür sorgt, dass einmal das schnelle Aus durch einen Treffer von Slovan verhindert ist. Wenn die Slowaken jetzt treffen. Und Murg, 3-0, Rapid. Keine Chance für Bajrić, der zu spät kommt. Keine Chance für Greif. Rapid atmet durch. Schöner Pass, kein Abseits. Gnasmüller, gut gemacht, Gnasmüller. Sensationell, sensationell. 4 führt Rapid ins Europa League Playoff.